Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Jawohl, Freunde. Der Part wird wahrscheinlich ein bisschen spät heute kommen, weil ich habe ihn am gleichen Tag auch noch aufgenommen, denn gestern ging es mir scheiße. Ja, hat man auch gestern ein bisschen an der Stimme gehört, da ging es los und heute ist es dann so richtig losgegangen. Gestern. Heute ist schon wieder ein bisschen besser und deswegen auf in neue Abenteuer und wir sind im Onazir Mausoleum. Ich kann dafür schon ein bisschen auf euer Feedback eingehen. Ja, viele von euch kriegen ein bisschen Augenkrebs bei so einem langsamen Charakter, aber shit happens, würde ich sagen. Ist halt so. Ich habe die Waffe gewechselt. Das letzte Mal sind wir noch mit was eigentlich rumgerannt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe schon wieder gewechselt und habe es vergessen. Drachengroßschwert wahrscheinlich. Ja. Das hatte ja eine Stärke von 390, hat aber überhaupt keine Attributsbonus und gar nichts. Die Großaxt des Drachenkönigs ist eigentlich auch ganz nett für meine trägen, ultraschweren, langsamen Verhältnisse. Dann hatten wir da noch... Ich hatte noch was anderes gesehen. Ja, vielleicht auch nicht. Egal. Letztendlich habe ich mich jedenfalls für die Dämonen, für den Dämonenhammer plus 10 entschieden. Der macht jetzt schon einen Schaden von 400... Ja, knapp 500. Attributbonus B sei Dank. Ja, ist... Physisch betrachtet die stärkste Waffe, aber letztendlich, ich weiß, wenn man flinker ist, wenn man auf das geht und sonst was, ich weiß, ich weiß. Ich habe auch nie behauptet, dass die Nahkämpferin gut ist. So. Des Weiteren hat jemand gemeint, ich solle doch das mit dem Magier lassen, dann gäbe es nur so wenige Parts, weil es deutlich einfacher ist. Ja, wie ich schon drunter geschrieben habe, die Magier-Parts, die kommen ja zusätzlich. Ich mache ja keinen Abklatsch und deswegen... Es ist ein Bonus. Von daher bekommt mehr Parts wie ursprünglich. Und da ist was für mich. Das sieht seltsam aus. Elisabeths Pilz. Okay, wir haben Elisabeths Pilz bekommen. Was zum Teufel ist das? Und zudem ist, wie gesagt, ich habe ja hier diese tragende Person ja getötet. Und beim Magier ist das eben nicht so. Da könnte vielleicht auch nochmal was anderes passieren. Vielleicht andere Gespräche oder sonst was. Und es ist halt... Beim anderen im New Game Plus. Das ist halt auch ein schöner Unterschied. Die Wächterseele, ich glaube Pfirsichkrieger war es, hat mir gesagt, dass man die nicht in irgendwas verwandeln kann. Die ist rein für den Gebrauch von Seelen. Wenn dem so ist, dann werde ich die auch bald benutzen. Ihr könnt mich da gerne auch nochmal korrigieren. Oder besser gesagt ihn. Was suche ich denn jetzt? Ach ja, das heilt zeitweise viele TP. Aha. Ja, das ist doch nett. Noch so ein TP-Schub als Item. Aber das möchte ich jetzt da nicht drin haben. Das kann auch mal raus. Ja. Gut, machen wir weiter. Schauen wir uns hier um. Das sieht ja richtig geil aus, dieser Wald. Also mal ehrlich. Das hat Atmo. Diese ganzen Dinger da, was da außenrum so ist. Das kann ich nicht zerstören, oder? Nee. Das sieht alles schon sehr, sehr krass aus. Und vor allem ein bisschen farbenfroher wie der uns bekannte Wald. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ich werde jetzt erstmal das Leuchtfeuerchen noch so lassen. Wo könnte ich denn jetzt überall hin? Ich glaube, es gibt nur den einen Weg. Hier nichts mehr, oder? Schauen wir uns natürlich in Ruhe um. Das Vogelgezwitscher und alles. Hier herrscht noch Leben. Merkt man so richtig. Richtig gut. Und hier höre ich irgendwas klingeln. Hier geht es wohl auch weiter. Mal schauen. Oh, dieses Klingeln erinnert mich ein bisschen an Demon's Souls, an diese Wächter aus Welt 3. Die hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock. Okay, da ist eine Brücke. Das ist... Also, lass mich nicht lügen, aber das ist doch genau das gleiche Gebiet wie im Finsterwurzgarten. Nur, dass es jetzt, ja, eine andere Zeit ist vielleicht. Eine frühere Zeit, eine spätere Zeit, wer weiß. Ich denke mal eine frühere. Das ist natürlich geil, wir haben eventuell eine... Ja, das ist das gleiche Gebiet. Wir haben eine Zeitreise gemacht, da war dann... War hier nicht dann das große Tor? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Auf jeden Fall, wir haben eine Zeitreise gemacht und da kommt irgendwas auf mich zu. Das ist ein neuer Gegner. Ich werde... Oh, zwei auf einmal. Na gut, kommt mal auf die Brücke und dann schauen wir mal, was ihr so drauf habt. Geht eins nach dem anderen. Aha. Jo, ich würde sagen, meine Waffe ist ein bisschen effektiver. Geil. Ja, ich mag so eine Waffe, mein Gott. Ist halt träge und langweilig. Der königliche Wald. Okay. Ja, das ist definitiv
Der Wald, der Finsterwurzwald, wo wir eigentlich kennen, nur in einer anderen Epoche, in einer deutlich lebhafteren Version. Ich denke mal, in früherer Vergangenheit, so mein Tipp. Na gut, vielleicht erfahren wir darüber noch was. Wir schauen uns weiter um. Ja, ich habe gestern, glaube ich, gesagt, ich mache den... den Magier, aber ich glaube, mit Magier kommen wir schneller voran. Allerdings, wenn ich mir das so anschaue hier. deswegen habe ich mir gesagt, heute mache ich noch einmal den Nahkämpfer. Und morgen, ach Quatsch, am Samstag geht es dann einmal mit dem Magier los. Weil ich denke schon, dass wir hier und da dann noch mehr Gespräche haben. Durch die nicht getötete Tussi. Und so lernen wir halt beide Varianten kennen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Und es befriedigt dann auch letztendlich meine Neugierde. Jetzt nicht, nicht mich umzingeln hier. Das wäre uncool, Leute. Ah, schön, wie wir das machen, oder? Zwei auf einen Streich. Oh, Leute, wie geil. So, was habt ihr denn Feines? Blutroter Moosklumpen. Das ist ein bisschen blöd. Entschuldigung. Ja, ich sollte sowas rausmuten. Unprofessionell von mir. Oh, da hinten ist jemand anderes. Ich will euch nicht unbedingt alle pullen. Gucken, ob ich nur den einen kriege. Da müsst ihr mich doch sehen. Ah, wie schön, Leute. Schaut es euch an. Da wachsen noch Blumen überall und... Ach, herrliches Gebiet. Da steht, der eine kommt, aber der ist langsam. Kommt schnell, bevor der andere da ist. So. Hi. Der erinnert mich natürlich ein bisschen an diese Steintypis. Der hat nur eine verdammt große Axt. Yay. Wow, was war denn das? Okay, okay, ich habe gedacht... Okay. Ich habe erst gedacht, der braucht lange, um das Ding rauszuziehen, aber der macht dann noch irgendwie so eine Erdattacke. Interessant. Wow. Okay, jetzt ich mal, komm. Oh Gott, Kampf der langsamen Giganten. Nein, das sind keine Slow-Mo-Effekte, Leute. Wir sind wirklich so lahmarschig. Geil. Oh Mann. So, da liegt was für mich. Einer hat auch so ganz nett gemeint, ja, so in 3 bis 4 Stunden hat man es durch. Bei dem langsamen Charakter sind es wahrscheinlich 7 Stunden, wie recht du vielleicht hast. So, irgendwelche Rosen haben wir da gerade bekommen. Guck ich mir später an. Ach, egal. Ich sollte vielleicht lesen, was ich bekomme. Könnt mir vorstellen, dass es das als Set hier gibt. Dass ich die anderen Teile hier noch wo finde. Naja, ich schaue mich jetzt erstmal hier in Ruhe um. Und wie immer irritieren mich diese Blumen. Da denke ich immer, das ist ein Item oder so. Aber na gut. Oh, ich finde es hier schön, ey. Hier könnte man fast Urlaub machen. Wenn es nicht gerade diese Wächtertypen hier gäbe. So, hier ist noch nichts mehr. Da ist die Brücke. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, von wo ich kam. Ich kam doch von der Brücke, oder? Ja, dann war die Brücke da hinten also neu. Egal. Wir haben Zeit, Leute. Wir haben es nicht eilig in diesem Let's Play. Da hinten waren wir noch nicht. So, wer will zuerst? Natürlich alle auf einmal. Natürlich, der mich liebt. Was war das für eine Attacke? Kann's gar nicht erwarten zu sterben anscheinend. So, mein Freund. Gott, was für ein... Ja, der wollte gerade seine Attacke machen, aber... Nö, Junge. Hast du was hinterlassen? Ah, Fungeltitanit. Sehr nice. Finde ich aber lieb von dir. So, was hast du für mich? Junge? Was bist du eigentlich? Was ist das? Sind das so Walz... Nee. Das sieht aus wie so Äste und... Schwer definierbar, was es überhaupt darstellen soll. Das erinnert so ein bisschen an die Bäume, aber... Die ja auch hier präsent waren. Also richtig identifizieren kann ich es nicht. Naja, auf jeden Fall sind sie einfach. So. Ja, ach schön, ey. Der Himmel. Und das da hinten. Natürlich ein bisschen anders ist es schon, wie damals. Aber gut, das kann halt... Wenn es Jahrhunderte von Jahren früher oder später spielt, dann kann das halt schon so sein. So, gut, dann müssen wir jetzt wohl wieder dahin, wo die Brücke war. Ich denke, hier in der Mitte haben wir alles gecleant, oder? Wie immer dürft ihr mich natürlich korrigieren. Ich habe kein Problem, da nochmal zurückzulaufen. Ist das was Besonderes da? Das ist so... Ist da was? Weil es so komisch beleuchtet war, dachte ich, das ist vielleicht irgendwas Spezielles. Sind noch Gegner? Ach, das sind noch Gegner, tatsächlich. Da waren wir noch nicht. So, kein Problem. Wo ist mein... Da war noch so ein großer Ritter eben noch. Ist er ja. Au, 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 au. Okay, das hat weh gemacht.
Da habe ich mich ungünstig umgedreht und das war sehr ungünstig gesoffen, ey. Was war denn da los? Oh, war das schlecht. Oh, John. Das geht ja mal gar nicht. Was für ein primitiver Tod. Hätte ich da echt noch ein bisschen zurücklaufen können. Habe ich falsch abgeschätzt? Egal. Egal. Weiter. Na komm. Wieso fange ich bei dem... Hä, habe ich mich bei dem anderen Leuchtfeuer nicht hingesetzt? Oder ist das der richtige? Nee, ist er nicht. Mann. Was für ein Fail hier. Na gut, es geht ja eigentlich schnell. Brauchen wir auch nicht draußen cutten. Jetzt haben wir wenigstens wieder unsere Magie voll. Ja, ich habe mich wahrscheinlich wirklich hingesetzt. Oh Mann. Jetzt die Magie wieder voll und unsere Flakons, die wir eigentlich auch auf 20 aufstocken konnten. Aber egal, könnten wir jetzt mit dem Leuchtfeuerchen da hinten machen. Also nochmal. Gut, ich werde jetzt natürlich, werde es nicht mehr so sauber clean. Ich habe nämlich schon den Eindruck gehabt, dass wir diesen Waldabschnitt schon, ja, so gut wie fertig hatten. So, und jetzt setz dich da hin, Mann. Ach, ich habe es wahrscheinlich entzündet und bin dann einfach weiter. Das ist so typisch für mich. Gut, natürlich hätte ich gern meine Leiche. Ich würde sagen, Mission Leiche holen und dann ab auf die andere Brücke. Das ist jetzt so mein Plan. So. Und los geht der Spaß. Hallo, Freunde. Na, wollt ihr nochmal sterben? Wieso sehen sie mich denn jetzt so spät? Na egal, was ist denn das da eigentlich? Komische Pilze schon wieder. Egal. So, kommt ihr? Auf der Brücke war das eigentlich ziemlich angenehm. Gut, ihr seid eigentlich so oder so angenehme Zeitgenossen. Jawoll. Ah, ich benutze übrigens immer R2. Das ist irgendwie bei der Waffe geiler, finde ich. Ich meine, die Haltbarkeit ist sowieso auf 999 bei der Waffe. Von daher, was soll's. Das Reparieren, das wird sich ein bisschen ziehen. So, wir gehen jetzt straight forward zu meiner Leiche. Vielleicht sehe ich sie von hier irgendwo schon. Na? Ich sehe sie nicht, aber die müsste ja irgendwo da hinten liegen. Waren ja schon fast auf der anderen Seite. Ich habe jetzt keinen Bock, die alle noch... Ah, da bin ich. Okay, will jemand... Nein, gut, dann renne ich jetzt erstmal zu meiner Leiche, weil... Oh, 50.000 Seelen und so, ne? So, da, jetzt kann ich mit euch spielen. Und diesmal werde ich von dem einen Typ dann mich nicht sterben lassen. Wo ist er denn? Okay, er hat mich anscheinend nicht gesehen, aber dann ist er mir jetzt auch egal. Ich will weitermachen. Ich will noch was anderes sehen hier. Der Wald ist zwar schön und gut. Oh, hi. Ich sehe nicht viel. Oh, okay, ja. Das ist mein Freund vom letzten Mal. Aber diesmal machen wir das Spiel schon wie gehabt. Ah, ist mir egal. Du kommst gar nicht zu deiner Erdbodenattacke. So. Moosklumpen. Ach, Moosklumpen, ey. Die Bäume haben sich nicht weiterentwickelt. Nach wie vor Moosklumpen. Yay, genau. Das kennen wir doch noch. Mal gucken, ob dahinter... Hey, geil, aber das ist doch neu. Schon wieder dieses... Ja, kann man da was machen an den Dingern? Das sind die nur Zierde. Ja, die scheinen nur Zierde zu sein, aber die machen so ein schönes Klöckchengeräusch. Naja. Das, ist mir aber in dieser Gegend hier neu. Erinnert mich ein bisschen an das Gemälde. Wo wir drin waren. Ihr wisst ja, was ich meine. So. Ist dahinter jetzt was? Na, da kann man jetzt einfach drum rum laufen. Okay. Gut. Dann gehen wir mal rein, ne? Schauen, vielleicht geht's hier auch weiter. War hier nicht diese Miezekatze? Da verwechsel ich das gerade. Ah. Okay. Das scheint ein Aufzug zu sein. Ich gehe jetzt erstmal die Treppe hoch und schau. Wächterstulpen, ja genau. Wir kriegen anscheinend wirklich hier im Laufe des DLCs ein komplett neues Rüstungsset. Ja gut, dann gehe ich erstmal da... Ey, häng nicht fest hier. Aber hier war ja noch eine Brücke, oder? Bilde ich mir ein, auf der anderen Seite, da drüben. Wo gehe ich denn jetzt zuerst hin? Nein, ich gehe erstmal... Ich check erstmal das da, vielleicht geht da auch gar nichts. Na, da geht gar nichts, seht ihr?
Ich dachte, da kommt jetzt ein Aufzug, aber nö. Und wenn ich mich da fallen lassen würde... Da sieht nicht so tief aus, ne? Aber ich weiß nicht, das könnte auch wieder so ein typisches Ding sein, wo man erst später als Abkürzung oder so vielleicht bekommt. Ah, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sterben. Ich lasse es mal so im Raum stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir schauen uns das später nochmal an. Das da hinten ist eine Blume, ne? Ja. Gehen wir erstmal zu dieser Brücke, wo ich hier hinten irgendwo gesehen habe. Ach, Mann. So, da liegt nämlich auch noch ein bisschen was, glaube ich. Die schon wieder eine Blume ist. Okay. Na, ist eine Blume, oder? Jo. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht geirrt und hier ist wirklich eine Brücke, aber ich meine... Ja, da hinten. Die müsste neu sein. Ja, genau. Aber erstmal hinkommen. Runter mit dir. Blup. Oder ist das doch wieder der Anfang, wo ich hergekommen bin? Jetzt bin ich verwirrt, ey. Das könnte der Anfang sein. Obwohl, ne, hier ist ein Gegner, also ist es neu. So. Hi. Was ist das jetzt? Was ist denn? Was ist denn? Irgendwas Großes habe ich gehört. Oh Gott, ich glaube, auf der Brücke ist irgendwas Großes. Ich kann gerade nicht gucken. Oh Gott. Es gibt Dinge, die will ich gar nicht mitbekommen. Eieieiei. Oh, Junge. Trink schneller. Das war knapp. So. So, was waren da jetzt? Ich habe es nicht mitbekommen. Das ist vielleicht auch gut so. Ja, seht ihr? Auch noch ein Grund, das Ganze nochmal mit einem Magier zu spielen. Man erlebt dann einfach nochmal völlig neue Dinge. Ne, da ist nichts. Also gut. Gut, dann geht's weiter. Ach, schöner Waldspaziergang, oder? Also momentan noch richtig gemütlich, das Ganze. Ich hoffe, im New Game Plus übertreiben sie es dann nicht. Nicht, dass ich da dann rumkrüpple. Das wäre eine Überraschung, ne? Mit dem... Oh. Mit dem Ding komme ich super voran. Aber mit dem Magier wird gekrüppelt. Das wäre eine krasse Überraschung. So, und das war zu spät, mein Freund. Hi! Wo kommst du eigentlich her? Egal. Ja. Ich habe den längeren Atemzug, mein Freund. Funkeltitanit. Yay! Kann man anscheinend wirklich richtig farmen von denen. Seelen kann man nicht wirklich farmen. Ich meine 1000, das ist jetzt heutzutage nicht mehr so der Burner. Oh, komm, zieht da nun Wetter auf? Ich höre so ein leichtes Donnerkrollen. Aber der Himmel sagt nö. So, da hinten ist nichts mehr. Bin ja mal gespannt, ob wir den Wald auch verlassen dürfen, aber ich glaube ja mal nicht. So. Schon wieder so ein Waldgeist. Ja, langsam habe ich mich an euch satt gesehen. Ey, was hat denn der für eine Heckenschere da? Bist du der Gärtner oder was? Geil. Der Gärtner. Mit Blume. Yay. Ja, ich verstehe schon. Wenn wir hier in vergangener Zeit spielen, wir haben alle Gärtner getötet. Und deswegen sieht es dann im Finsterwurzgarten so scheiße aus. Ja, so sieht's doch mal aus. Wir sind schuld. Wenn es überhaupt so ist. Na, ich vermisse so ein bisschen die NPCs. Ich habe die Befürchtung am Anfang, da wo so ein dieses typische Beute-Item war, dass wir da ja eventuell auch ein NPC gehabt hätten. Aber anscheinend ändert sich das alles, wenn wir halt diese Schlüsselperson töten. Das ist natürlich dumm. Obwohl, wer weiß. Vielleicht beschwöre ich ein zweites Ending dadurch hervor. Oder einfach nur eine absolut storylose Kampagne. Naja. Hat man dann auch mal gesehen. Was soll's. Deswegen haben wir später noch den anderen Char. So, da hinten kommen wir... Oh, oh, Vorsicht. Ihr seid echt nur so... Hüter des Waldes. Und ihr wollt eigentlich nur den Wald beschützen. Da komme ich und keks euch an. Ich verstehe es, ey. Ich verstehe das sowas von. Was macht er denn jetzt? Steht er einfach nur da. Was ist mit dem los? Ah, der ist tot. Ich dachte schon, er hätte das überlebt. Moosklumpen. Ja, wir müssen wohl da hinten hin. So. Sollte ich jetzt was übersehen haben? Wie gesagt, ich hole das alles nach... Ah, das ist der See. Und da hinten könnte man theoretisch raus aus dem Wald. Wenn ich... Ja, ich... Jetzt... Ja. Ich erkenne es. Das... Wie geil. Der schnippelt da echt an dem Wald rum. Es tut mir leid, aber vielleicht hast du auch noch andere Hobbys und fängst dann an, mich zu schnippeln. So wie der Typ. Wow, 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 da kann aber Blutung sehr leicht entstehen, was ja auch irgendwie so
sowas von logisch ist. Ach, die finde ich ja mal obergeil. Jetzt mal ohne Mist. Das ist richtig gut gemacht. Ja, ich erkenne es bestimmt auch. Das war unser Levelgebiet. Und hier war aber früher nicht zu. Da konnten wir dann durch das Tor, hätten wir dann weiter können in Richtung der Burg. Da hinten irgendwo. Und das hier war ja teilweise komplett zerstört. Ah, schaut euch das mal an. Ey, wie geil. Dürfen wir da überall noch hin? Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, ich freue mich. Ah. Ja, geht sehr gut. Jetzt hätte ich doch lieber erstmal diesen Aufzug benutzt. Aber gut, ihr könnt mir ja sagen, ob ich das hätte machen sollen, also da runterspringen. Oder ob das vielleicht erst später eine klassische Abkürzung wird. Wer weiß, wer weiß. Jo. Gut, wir cleanen natürlich noch das Gebiet. Wir werden es wohl nicht mehr schaffen, in dieses Gebäude dort zu gehen. Das wird dann erst im nächsten Part dann so richtig spannend. Da freue ich mich schon. Oh, geil. So, das sind jetzt ein bisschen viele auf einmal. Aber nur ein bisschen. Oh, nein, nein, das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Ich muss hier sofort weg, 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 weg. Okay, Wahnsinn. Was für eine absolut lahme Rolle. Oh, nee, warte mal. Da will ich mich lieber erstmal heilen. Scheiße. Ja. Ja, es geht halt nicht ohne Fails. Ihr wisst das. Wenn die Gegner schon läppisch sind, dann muss ich mir halt meine eigenen Fails suchen. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel auf einmal. Da habe ich ein bisschen Respekt gehabt. Jetzt muss ich wieder hier anfangen. Jetzt versuche ich mal durchzurennen, oder? Müsste eigentlich gehen. Ich meine, die Gegner sind, obwohl diese Bäume, ich weiß nicht, wie hartnäckig die sind. Ich versuche mal durchzurennen, schnell wieder in das andere Gebiet zu kommen. Oder ich scheiße auf meine Seelen und auf meine Menschlichkeit und versuche den Aufzug mal. Nee, das ist mir eigentlich zu... Das wäre zu schade. So viele Seelen mittlerweile schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich für einen Levelaufstieg brauche. Ich muss das mal checken. Ob 50.000 reichen? Ja, eigentlich schon, oder? Hi. Ja, euch mache ich halt. So. Ich finde die Idee mit den Gärtnern genial. Ja, komm, dann gib halt her. Wer weiß, vielleicht brauche ich alle irgendwann noch. Ja, komm, 5 Minuten haben wir noch. Wir werden jetzt ganz schnell nochmal in das Gebiet rennen. Ich renne jetzt absichtlich so am Rand. Dann werden mich die wenigsten wohl hoffentlich bemerken. Okay, bei meinen lauten Stampfern. Eigentlich müsste mich der ganze Wald hören. So. Ja, nächstes Mal werden wir dann definitiv den Spaß hier erkunden. Okay, ja, ich weiß halt nicht, dieser Aufzug. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ich da runterspringen darf oder nicht. Dann werde ich das eventuell beim nächsten Tod dann machen. Ich denke mal, da drinnen gibt es dann sowieso wieder ein Leuchtfeuerchen. Dann ersparen wir uns den Weg zukünftig, aber erstmal reinkommen. So, da hinten läuft schon einer rum. Warum läuft denn der so patrouillenartig hier in der Gegend rum? Normalerweise stehen die doch immer an der einen selben Stelle. Naja, ist halt nicht bei jedem so. So, dann noch gleich hier runter. Im Grunde geht es ja schnell, wenn man keine Gegner macht. Schon ist man wieder in dem anderen Gebiet. So, Dylan, jetzt, ja, Mission Leiche finden und dann ab mit uns. Ja, ich höre ihn schon, aber der ist mir jetzt egal. Der kommt mir eh nicht nach. Ja, es gibt tatsächlich Gegner, da bin ich schneller. Unfassbar, aber wahr. Ach, die lasse ich jetzt, ich weiß, ich müsste jetzt einen Bogen ausrüsten und so weiter. Ist mir jetzt egal. So, jetzt sind wir ja fast wieder da. Ein gutes Stückchen noch. Ah, wo gehe ich hin? Ah, gut, den mache ich jetzt halt. Sonst schnippelt er mir in den Arsch. Das will ich nicht. So, da hinten muss es ja irgendwo liegen. Ich lasse... Ah ja, da hinten, ja. Da ist es. Die Gegner hier, die muss ich jetzt natürlich machen. Ich könnte natürlich auch mal gucken, wie die auf den Feuerball reagieren. Das wäre sowieso mal eine Idee. Damit wir das auch wissen. Wir wollen ja was lernen hier. Auch nicht schlecht. Aber er lebt noch. Komm, ich möchte beide treffen. Bleib. Ah, du Depp. Nein! Mann! Was ist so eine Scheiße? Oh Gott, bin ich blöd. Also das gibt's ja wohl nicht, ey. Zweimal. Wie dumm bin ich? Ich mache einen kurzen Cut. Ich will meine... Meine Leiche ist weg. Scheiße, meine Leiche ist jetzt weg. Okay, gut. Ich mache keinen Cut. Wir gucken uns den Aufzug an. Geile Fails am Schluss, wirklich. Na, die sind nicht geil. Die sind echt peinlich. Also, ich habe schon viele Fails gehabt.
Viele sind... Also nein, manche sind verständlich, manche sind absolut unverständlich. Aber die hier, die sind einfach nur Panne. Mann, ich laufe einfach zurück. Ohne mal drüber nachzudenken, was hinter mir ist. Was geht denn? Egal, so bin ich. Wenn ihr Skills sehen wollt, ich kann euch nur Kollege Bruger empfehlen. Der hat das richtig geil drauf. So, jetzt habe ich mal die normale Attacke gemacht. Wie ihr seht, die leben dann sogar noch. Deswegen, ich bleibe dann doch lieber bei R2. So, da ich jetzt eh diese wunderschönen Seelen verloren habe und meine Menschlichkeit, die ich sowieso nicht benutze, warum auch, ich bin nicht online verbunden, also werde ich sowieso kein PvP machen, werde ich mir jetzt mal den Aufzug angucken und dann belassen wir es auch bei dem heutigen Part damit. Ich werde dann, wie gesagt, am Samstag gibt es einen Magier-Part. Da werden wir das Erlebte mit dem Magier erleben. Ich denke, das wird ein bisschen anders ablaufen, eben wegen den Gesprächen und New Game Plus. Und am Sonntag geht es dann mit dem Nahkämpfer weiter, und zwar an der Stelle, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Also diesen Anfang müsst ihr dann nicht noch einmal sehen, okay? Okay. So, und jetzt werden wir entweder sterben oder eben nicht. Ich guck mir hier nochmal, da oben war da echt sonst nichts mehr. Nee, ne, da kommt man nicht hoch, gar nichts. Okay, gut. Dann werden wir jetzt entweder sterben oder leben. Fies. Fies, 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 fies. Das ist eigentlich eine Höhe, die der Charakter überlebt, aber das ist wieder so ein typischer Abschnitt. Und dann wird er sofort als tot deklariert. Aber gut, die Sache ist klar, da unten ist ein Aufzug. Das wird später mal eine feine, angenehme Abkürzung. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, beenden wir das Desaster. ja, wie gesagt, Samstag wird es ein bisschen agiler, weil, gut, mein Magier ist zwar auch schwer unterwegs, aber nicht so schwer wie der hier. Ihr werdet es ja sehen, falls ihr ihn nicht mehr kennt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls.